Wissen am, oder vielleicht noch nicht, am 5. September wird es in Deutschland starten. Und schauen wir doch mal hier auf diese CD. Das ist Windows 95 und so schillernd und bunt, wie die Farben auf dieser CD sind, so sind auch die Meinungen über dieses Betriebssystem. Wir haben den Geschäftsführer oder einen der Geschäftsführer von Microsoft hier und noch jemand, der speziell für Betriebssysteme da ist. Wir wollen mal hören, was haben die für eine Meinung. Und wir haben auch einen, den, nun kann man sicherlich nicht als Gegner, aber als Kritiker für Windows 95 einstufen. Es wird ganz interessant, bleiben Sie dran, wir bringen Ihnen das. Es gibt noch ein anderes Datum, und zwar ist das Datum in den USA. Da ist es der 24. August. Ich habe es letzte Woche gesehen. In allen Geschäften hängt da ein Kalenderblatt mit 24. August drauf. In den Tageszeitungen, der Titel ist Windows 95. Es wird dort ganz, ganz stark diskutiert, denn man glaubt, dass mit Windows 95 eine neue Welt anbricht und auch eine neue Marktwelt anbricht. Man sieht in Bill Gates mittlerweile wirklich den Typen, der die Welt so langsam in seine Finger bekommt. Und es scheint immer weiter zu gehen. Er steht jetzt in Verhandlungen für neue Entertainment-Produkte zu kaufen, zusammen mit Ted Turner. Also da existiert etwas, da bildet sich ein Konglomerat. Und es gibt auch schon Warnungen. In den USA kann man sie auch lesen. Leute, spielt nicht sofort das Windows 95 drauf. Wartet lieber erstmal ab. Denn es gibt ein Windows 96 und ein Windows 97. Ich habe es gehört in einem Vortrag, sogar die Zeit, wann es kommt. Das wird natürlich hier in Deutschland, ich weiß nicht, natürlich, es wird auf jeden Fall dementiert und zwar vehement. Vielleicht können wir nachher auch nochmal auf dieses Thema kommen. Aber es gibt ja noch mehr Sachen, die hier in Deutschland dementiert werden. Lange Zeit wurde ja gesagt, es wird einen Pentium-Prozessor nur bis 120 MHz geben, dann 133. Jetzt hat man das gelockert auf 150 und auf 100, weiß ich aus den Vereinigten Staaten, auf 166, 180 und Ende des nächsten Jahres sogar auf 200 MHz. Nun, warum der Nachfolger des Pentium, der P6, ist nicht das, was die Welt davon erwartet, sondern Intel macht da einen sehr, sehr großen Schritt. Der Schritt ist so groß, dass die bisherige 16-Bit-Software darauf bis zu 38% langsam läuft. Das heißt, wenn Sie sich eine solche Supermaschine, wenn sie dann im Herbst verfügbar ist, kaufen sollten und spielen Ihr altes Windows 3.11 darauf und Ihre alte Software, dann werden Sie sehr enttäuscht sein, denn für viel Geld haben Sie einen langsameren Computer erreicht. Selbst mit Windows 95 erreicht man maximal 10% Geschwindigkeitssteigerung, weil Windows 95 nicht das durchgängige 32-Bit-Betriebssystem ist, sondern große Teile intern noch in 16-Bit laufen. So, und erst wenn man höherwertige Betriebssysteme hat, wie Windows NT, wie OS 2, wie Unix und alle Derivate, erst dann zeigt dieses Pferd richtig, was es eigentlich leisten kann. Und da ist viel besser bei höheren Taktfrequenzen skaliert, das heißt, mit der Leistung der Taktfrequenz viel besser nacheilt, wird es dann ab 200 MHz das Gerät, der Prozessor der Zukunft sein. Aber da müssen wir sicherlich noch ein oder zwei Jahre warten, bis die Betriebssysteme das ausnutzen können. Wenn nicht noch länger. Ich glaube, ganz so schnell wird es mit den 32-Bit auch nicht vorwärts gehen. Wir werden ein bisschen warten müssen. Und vielleicht sollte man also wirklich nicht morgen direkt das neue Windows draufspielen. Viele, viele Probleme können dabei entstehen. Ich habe selbst leidvoll alles erlebt. Mein Internet war plötzlich weg, kein Zugang mehr. Mein Visual Basic, mein Hintergrund, meine Form war plötzlich schwarz und nicht mehr weiß. Das kostet dann sehr, sehr viel Zeit, das alles wieder zu reparieren. Wir haben noch ein wichtiges Thema in dieser Sendung. Und zwar geht es dabei um Voice, um Telefon, um Fax. Wir haben ja so vor 100 Jahren ungefähr das Telefon bekommen. Das war damals sehr, sehr exklusiv. Nur einige Leute hatten es. Ging dann so in den 60er Jahren so los, dass es zum Privatvergnügen werden konnte, dass jedermann sich so ein Telefon anschaffen konnte. Dann sorgte aber die damalige Post dazu, dass wir nichts anderes machten, als zu telefonieren.